Was würde mich denn so ein Tisch wie der kosten? Naja, als Kostenpunkte haben wir da einerseits das Material. Da muss man dann eben den laufenden Meter kaufen und das hängt dann vom Material ab, wie viel man eben haben möchte. Dann das Entwerfen, das kostet dann nochmal Zeit, das aufzuwenden. Und dann das Schneiden, weil so eine Anlage ist eben relativ teuer und braucht auch viel Strom. Das mit langsam mit dem Wasserstrahl die Konturen ordentlich auszuschneiden. So ein Tisch dann mit Beinen dran würde man so um die 1200 Euro ansetzen.